Prinzessin als auch die Tell-Prinzessin Christina Velinova und Tessa Jarowski hier zu mir nach vorne bitten, sodass wir den Segen als Prinzessin und Tell-Prinzessin empfangen mit ihrem jeweiligen Segen. Liebe Majestäten, in einem Vatikan habt ihr die Ehre der Tell-Prinzessin und auch der Prinzessin errungen. Nehmt diese Kette der Tell-Prinzessin und der Prinzessin. Sie sind Zeichen unseres Glaubens und unserer Gemeinschaft. So darf ich nun bitten, dass Sie die Ketten jeweils an. Tragt diese Zeichen der Würde in Ehrfurcht und im Bewusstsein eurer Verantwortung für die Bruderschaft. Seid allen Brüdern und Schwestern und der Bruderschaft und der Jugend ein Beispiel der Treue und des Gemeinschaftssinnes. Tretet in unserem Dorf Mündelheim ein für die Werte von Glaube, Sitte und Heimat. Ihr sollt ein Beispiel sein für eure Freunde und ihnen vorleben, was es heißt, als Christ in Gemeinde und in Ortschaft zu leben. Nehmt mit diesen Ketten Gottes Segen an. Er leite euch Tag für Tag. Er behüte euch in allen Situationen eures Lebens. Er gebe euch Kraft und Zuversicht. Auf die Fürsprache des heiligen Sebastianus segne euch und die Zeichen eurer Würde und alle in der Bruderschaft der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Yeah.
euch! Augen gerade aus! Zur Meldung, die Augen links! Augen gerade aus! Großer Zapfenstreich, schlag an! Den Königstanz gut überstehen und dann wollen wir noch ein bisschen einfach auch richtig so tanzen, ne? Ja. Sollst du dann? Ne? Dann wollen wir mal loslaufen. Ja. Das Volk wartet ja, ne? Ja. Macht er sich denn gut so an deiner Seite? Ja. Ja? Mann, ne? Ja, noch haben wir nicht getanzt. Ja, aber das wird noch. Ja, ja. Hat auch alle gut im Griff gehabt hier, ne? Ja, ich hab's auf jeden Fall versucht. Ich hoffe, das hat allen gefallen. Weiß man ja nicht, ne? Ja, das weiß man nie. Nee. Man kann da nicht jedem recht machen. Nee. Aber ich hoffe den meisten. Hat mir echt viel Mühe gegeben. Ja, ihr seht auch gut aus. Ich gebe mir Mühe. Ja, du machst das schon gut.
Hallo. Ja, einmal pro. Wie viele Kugeln sollen wir da reinmachen? Herr Meier. Ja. Hallo. Laut, ne? Hallo, Herr Salomon. Ja, da ist der Sinn hinter dieser ganzen Geschichte. Sag mal, können wir hier nicht mal ein paar Blumen schießen? Ich denke mal. Einmal bezahlen, alles abräumen. Hey, lauf jetzt mit durch. Ab jetzt benehmen heißt es, sagst du? Werden wir nicht. Zum Krönungsball der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Mündlein-Egen von 1712 und freue mich über das zahlreiche Erscheinen zu Ehren unserer jungen Majestäten und in diesem Festzelt. Thank you.
ne? Ja. Und weil die gut aussehen, werden die fotografieren. Nein, rauscht aus. Nee, bitte rauscht. Nochmal schieß. Ja, jetzt. Dreh dich mal. Oh, jetzt ist das schön, oder? Wunderbar. Ja, ne? Ja, bleib mal so. Ja. Ja. Christina? Ja? Heute ist ein großer Tag. Ja. Warum? Weil heute die große Parade ist. Ja. Freust du dich? Ja. Freu ich auch. Ja? Ja. Ich mich auch. Du siehst gut aus. Ne? Dein Team sieht super aus. Das kann gar nicht schief gehen. Das kann gar nicht schief gehen. Was sagen deine Eltern? Die freuen sich. Ja? Mhm. Die sind richtig glücklich. Die unterstützen gut. Uns richtig. Ja. Mhm. Das ist auch wichtig. Ja, finde ich auch. Ne? Ja. Vielleicht die langgezogene Parade hier auf der Uerdinger Straße. Da siehst du alle Kompanien. Da siehst du einen ganz, ganz großen Teil der ganz großen Parade. Da wird ein ganz schön komisches Gefühl werden. Ja, glaube ich auch, weil ich war immer nur am Vorbeilaufen sonst. Und jetzt bin ich auf der Tribüne und dann gucke ich mir das mal an. Ne? Ja, habe ich vorher noch nicht gemacht. Und die Gäste von aus den Nachbarstädten, aus den Nachbarteilen von Duisburg, die sind auch da. Mhm. Um dich alle zu sehen, weil du bist im Fokus, du bist im Mittelpunkt. Ja, die kommen in erster Linie bestimmt erstmal nur, um ein bisschen zu lachen, weil wir keinen König haben. Aber wenn die uns dann alle zusammen sehen, da haben die nichts mehr zu lachen, weil wir sehen nämlich super aus. Ne? Wunderbar. Würde ich auch sagen. Ja. Habt ihr euren auch? Ja. Ja. Kannst du die Blumen... Ja. Ja. Nein, die anderen auf. Schritt anders. Schritt anders. Im Gleichschritt, Marsch! Gewehr ab! Einen guten Marsch wünsche ich euch. Christina, denk an dein Lächeln. Okay? Immer schön lächeln und winken. Ja, sehr verehrte Gäste von nah und fern, ich begrüße euch alle zur diesjährigen Parade der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Mündelheim-Ehingen von 1712 e.V. Ja,
Christina, letztes Statement von dir jetzt. Ne? Jetzt hast du ja den langen Marsch. So, jetzt haben wir jetzt nach vorne gestellt. Ja. Wir stellen jetzt noch irgendwelche viele Fragen, Winkel, machen noch ein Interview. Ja. Ich weiß und nicht, auch viele haben warum geklatscht. Ich hoffe, die ich hatte ein paar Probleme mit meinem Kleid. Ja. Ja, aber manche haben sich auch gefreut trotzdem. Was ist denn mit dem Kleid passiert? Ja, manchmal bin ich da drauf gelaufen. Ja. Da musste ich das hochheben. Ja, okay. Und der Marius konnte sich nicht einhaken, aber haben wir ein bisschen so retuschiert. Ja, hat man nicht gesehen. Die sind ja abgedreht. Du hast immer alles gut im Griff gehabt? Ich habe immer alles gut im Griff. Hast du dann auch hier alles gut im Griff gehabt? Hast du dein Kleid hochgehalten? Ja, hoffe ich mal, dass alles gut war. Von unserer Bruderschaft, der St. Sebastianus Schützenbruderschaft von Duisburg-Mündelheim-Ehingen 1712 e.V. Wir haben leider kein Diözesanprinz oder ähnliches, aber eine Bezirksschülerprinzessin, Lana Schröers. Eine Schülerprinzessin, Tessa Jaworski. Hier zur Seite steht Matteo Neumann. Ja, ich bin gleich durch. Der eine oder andere weiß es, hatte schon gehört oder dachte sich, ich komme mal vorbei, weil in Mündelheim ist dieses Jahr was passiert, was zum ersten Mal passiert ist. Unsere höchste amtierende Majestät ist dieses Jahr eine Prinzessin. Aber nichtsdestotrotz, liebe Prinzessin, ich finde es ganz toll, wie du das dieses Jahr oder beziehungsweise dieses Wochenende sogar Schützenfest gemeistert hast. Hut ab, Chapeau. Aber fangen wir an. Im Hofstaat hast du dir ausgesucht Melina Tasch mit Patrick Löwen. Der andere Hofstaat besteht aus Nathalie Löwen und Fabian Kreische. Die Adjutanten sind Michelle Jägers und Nick Spickereit. Bevor ich zu unserer Prinzessin komme, fange ich mal mit dem Begleiter an. Der Begleiter unserer Prinzessin ist Marius Stolzenburg. Und danach hätte ich gerne dann einen donnernden Applaus für unsere Prinzessin, die das echt super toll gemeistert hat. Aber ich wiederhole mich und jeder andere aus der Bruderschaft schließt sich mir bestimmt an, samt meines Brudermeisters. Unsere Prinzessin 2019, Christina Velinova. Ich würde sagen, wir fangen mit der Parade an. Mit den roten Mützen. Der Spielmannszug Hagen aus Fechtersühn mit Tambo-Major Jonas Holzenkamp. Ich habe gehört, nächstes Jahr feiern sie hier Jubiläum. Thank you.
Chor Rheinklang-Mühlheim unter der Leitung von Bata Jöner, Werner Brauweiler. Mit dabei Musikchor 78 FSW Krefeld unter der Leitung von Michael Fettler. Das Serma Reiterkorps unter der Leitung von Heinz Töfkes. Von Katja Elf. Hier hat das Sagen Günther Rose. Die erste Kompanie, angeführt von Martin Erni Gisselbrand. Und die Diana Kompanie. Die Leitung hat Michaela Auer. Die Leitung hier hat Peter Hermes. Und die Eger Kompanie. Kompanieführer hier ist Klaus-Dieter Toni Hämmerle. Die Bruderschaft aus Duisburg-Serm. Mit der Bruderschaft von der Kompanie Edelmann.
sein. Die Jungschützen, der Generalstab mit General Heinrich Weiß. Mit dabei aus Serm die Jungschützen, die Tell-Kompanie, die Sebastianer-Kompanie, die Granatiere, die Andreas Hofer und die Freiherr von Stein-Kompanie. Das Kampfkorps Duisburg-Serm und der Leiter vom Bataillöner Theo Kotz. Mit dabei das Bundesfanfarenkorps Bühlerich von 1968, Kompanieleiter Jens Fox. Vor uns die Bruderschaft Huckinge. Du standst im Mittelpunkt. Wir müssen loslaufen. Was sagst du jetzt so rundum? Das hat mich voll berührt, ey. Ich hab fast geheult. Ich auch. Ehrlich? Ich auch als Kameramann, ja. Ja, ich auch. Ja. So viele Pferde. Ja. Aber die waren alle ganz ruhig, ne? Gott sei Dank, oder? Ja? Gott sei Dank. Ja. Würdest du das wieder machen? Ja, weiß ich nicht. Also war schön, muss man mal gemacht haben, ne? Aber erstmal reicht's. Dann wünsche ich dir was, ja? Ja, danke. Also, ich hab's super präsentiert. In dem Sinne, für unser Schulfest und in der Megan hier in Bündland 2019 mit der Prinzessin Christina. Tschüss. Ciao. Das ist aber schön, Frank.